Hallo, hier ist wieder Verena Diedl mit meinen wöchentlichen Informationen zur Corona-Situation. Die Impfpflicht muss kommen. Sollte sich die Lage erneut verschlechtern, müssen wir auf alles vorbereitet sein. Die Einführung einer generellen Impfpflicht für alle Erwachsenen sehe ich als wesentliche Maßnahme für einen erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus. Wir dürfen uns durch vermeintlich mildere Verläufe der Omikron-Variante nicht täuschen lassen. Auch diese Variante fordert Todesopfer, macht Betroffene schwer krank und verursacht langwierige Spätfolgen. Wir dürfen aber vor allem die künftige Entwicklung nicht aus dem Augenmerk verlieren. Virusmutationen mit hoher Infektionsgefahr bei gleichzeitig schweren Verläufen sind jederzeit möglich und würden unser Gesundheitssystem erneut an die Belastungsgrenze bringen. Insbesondere bei einer schnellen Verbreitung in einer globalisierten Welt mit weitläufig niedrigen Impfquoten. Die Impfangebote wurden und werden in München an die Bürgerinnen über zahlreiche, auch niederschwellige Angebote herangetragen. Weitere Maßnahmen und Kampagnen, der Einsatz von Impfguides, der Start der Impftrambahn sind geplant oder aktuell in der Umsetzung. Dennoch ist es aber festzustellen, dass trotz aller Anstrengungen die Impfquote bezogen in den letzten Monaten bei den Erstimpfungen nur noch marginal um knapp 1 Prozentpunkt angestiegen ist. Auch bei den Boosterimpfungen verläuft es eher schleppend. Der vom Münchner Stadtrat Mitte Dezember 2021 gefasste Beschluss, zur Einführung einer Impfpflicht zuzustimmen, wenn alle anderen Maßnahmen zur Erreichung einer ausreichend hohen Impfquote ausgeschöpft sind, war richtig. Wir müssen uns aber rechtzeitig gegen ein erneutes Aufflammen der Pandemie mit schweren Verläufen wappnen. Jeder von uns trägt diesbezüglich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Die Verantwortung dafür, besondere Gruppen unnötigen Gefahren auszusetzen. Dass die Pandemiefolgen nicht auf den Rücken unserer Kinder ausgetragen werden, dass das Personal in medizinischen Einrichtungen nicht erneut, auch mit Blick auf die Umsetzung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, allein gelassen wird. Ich spreche mich daher ausdrücklich für die Einführung einer Impfpflicht ab 18 Jahren aus. Mir ist bewusst, dass die Impfpflicht einen tiefen Eingriff in unsere Persönlichkeitsrechte darstellt, ein gründliches Abwägen zwischen den Rechtsgütern, Unversehrtheit des eigenen Körpers und körperliche Selbstbestimmtheit und der solidarische Schutz der Allgemeinheit ist hier erforderlich. Ich erwarte daher, dass die ungeimpften Menschen ausreichend Informationen und Beratungsangebote begleitend zur Einführung der Impfpflicht zur Verfügung gestellt werden, dass die Umsetzung der Impfpflicht perfekt vorbereitet und organisiert wird. Nur dann sehe ich eine echte Chance, dass das Thema Pandemie und Impfpflicht unsere Gesellschaft nicht spaltet, sondern wir alle unsere Solidarität und den erforderlichen Umgang mit der Pandemie unter Beweis stellen können.